Wir sind ja quasi das ganze Jahr unterwegs und geben überall in Deutschland Konzerte. Und das tun wir eigentlich nur aus einem Grund, und zwar um permanent und immer wieder kreativen Input von euch, dem Publikum, zu bekommen. Ja? Und das wollen wir heute Abend auch nicht missen. Das heißt, es werden ja sicherlich Leute zwischen euch sein, die vielleicht schon seit Jahren, man weiß es nicht, Themen mit sich rumtragen, von denen sie denken, Mensch, da hätte doch längst schon mal jemand einen Song drüber schreiben müssen. Und diese Leute und auch alle anderen, die irgendwie so ein Thema haben, ja, von dem sie denken, das ist ein Song wert, die haben jetzt und hier die Möglichkeit, das mal klar und deutlich zu äußern. Bitteschön. Rückenschmerzen. Rückenschmerzen, und was war das da um? Tanzen. Tanzen. Nacktschnecke finde ich sehr gut. Tanzen. Was bin ich? Pubertät. Pubertät. Fußball-Weltmeister. Das war jetzt beides von ihr. Pubertät und du hast Philipp Lahm gemeint. Eins, ne? Vom Rang vielleicht nochmal von ganz oben. Ja, vielleicht noch einen vom Rang, das finde ich gut. Nee, vom Rang. Das sind die oben, was? Gauchos. Gauchos. Aber Gurkentruppe war auch schön. Gurkentruppe finde ich auch gut. Was nehmen wir denn jetzt? Olli, was willst du denn haben? Gurkentruppe? Ist das das gleiche wie Gauchos? Oh. Ist jemand von der FAZ da? Ich hoffe nicht. Also, Gauchos, Gurkentruppe war das, Pubertät, ja. Nacktschnecke, ja. Tanzen und Rückenschmerzen? Ja. Ach du lieber Himmel. Ja, okay. Pubertät. Genau. Und in welcher Musikrichtung soll das stattfinden? Madrigal. Ach komm. Habt ihr noch ein Alternativangebot? Geh doch in eine Kirche, ey. Was? Irish Folk. Shanty. Irish Folk Shanty. Ja, was seid ihr denn drauf? Ein irisches, einen irischen Madrigal. Mach mal einen Applaus hier. Folk. Madrigal, Irish Folk und Shanty. Ja, super. Ihr wisst, wie das läuft. Applausometer, ihr klatscht für was ihr mögt, ja? Ja? Also Madrigal, Irish Folk und Shanty. Wer will ein Madrigal hören? Okay. Wer will ein Shanty hören? Wer möchte ein Irish Folk hören? Okay, ja. Ich sag dir, das sind so die Lord of the Dance Konzertgänger auch hier. Ich kenne auch genau einen Pub in Hannover. Wahrscheinlich sind das alles die Stammgäste. Es gibt zwei. Ja. Betriebsausflug heute. Also wir machen jetzt mal Regal, ja? Oder? Da hast du gut zugehört. Ja, alles klar. Irish Folk. Irish Folk war mit der Fiddle, ne? Der Fiddle und der Tin Whistle. Kannst du eine Tin Whistle? Ah ja, das ist meine Luftschlange. Da komme ich gleich in die richtige Stimmung. Bei einer Nacktschneckenfamilie, da gibt es die Eltern und ein Mädchen wirklich schön. Doch in dieser kleinen Nacktschneckenfamilie will die Tochter auch mal tanzen gehen. Die Eltern sagen, komm bloß nicht heim zu spät. Doch sie kommt natürlich nicht, sie ist in der Pubertät. Hey, ne, 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 hey, ne, 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 hey. Das Nacktschneckenmädel geht in eine anerkannte Disco, da gehen auch andere Schnecken hin. Nacktschnecken, das müsst ihr wissen, langweilen sie nämlich so. Sie will dort Schnecken mit Häusern sehen. Sie geht zu den Schneckerichen und sagt, willst du tanzen? Doch der Schneckerich, der sagt, nee, nee. Mir tut nämlich vom vielen Häuserschleppen ganz, ganz doll der Rücken weh. Hey, ne, 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 hey, ne, 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 hey. Bei dem Nein, bei allen witz sie ab. Oh, dann muss sie heim, die Nacht, die wird jetzt knapp. Sie kommt nach Hause, Mami fragt, wie war's? Und die Tochter sagt, na ja, na ja. Das ist wirklich die totale Gurkentruppe. Diese Schnecken mit Häusern kommen mir nicht in die Suppe. Naja, hey, ne, ne, hey, ne, 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 hey, ne, ne, hey. Flatley!
Real Born. Und Oliver Gies. Oh, so wenig Zeit, so viele Noten. Ladies and gentlemen, Mr. Flatley. Wir geben alles. Lucky Flatley.